Einen wunderschönen guten Tag, hallo, ich grüße euch alle herzlich leider zur letzten Folge von Strategic Command World War One in dem MP, wo wir hier mit dem Herzog oder dagegen gespielt haben. Denn ich hatte mit dem gequatscht gehabt, also das macht momentan, also aus meiner Sicht zumindest, nicht mehr wirklich viel Sinn, dieses hier weiterzuführen. Jedoch will ich jetzt noch einmal ganz kurz in die Statistik reingucken, mit euch kurz einmal hier nochmal Revue passieren lassen und einen Abschluss irgendwie generieren zu dem Projekt. Nein, werde ich mir jetzt auch nicht anzeigen lassen. Soll einfach schnell durchrechnen. Komm, ist okay. Ja. Ja. Wie erwartet, Rumänien mobilisiert für den Krieg. Ja, nächste Runde wäre da drin. Und ich habe hier rein gar nichts. Oh, ich hätte die Partisanen schnell vernichtet. Ich könnte vielleicht die hier, aber dann rebellieren die wieder. Also ich könnte den hier verwenden. Ich habe eine Truppe. Den kann ich nicht abziehen, den kann ich nicht abziehen. Ich habe hier nirgendwo etwas, was ich abziehen kann. Genauso wenig wie hier oder sonst wo. Ach lol. Ach, das machen wir einfach nochmal von mir. Stirb. So. Einfach zur Genugtuung. Nee, Spaß. Ich habe mir doch vorher schon gesagt gehabt, dass ich das hier machen werde. Darum ist er wahrscheinlich einfach gar nicht vorgerückt und hat das einfach nur auf Beenden gedrückt gehabt. Uhu. Einfach nur um Spaß zu haben. So, bam. Das hier konnten wir nicht mehr halten, hier hätten wir nichts mehr halten können. Also, das Spiel hätten wir zwar weiter fortführen können, aber es wäre innerhalb der... Ich wollte gerade sagen, nächsten Runden auf jeden Fall vorbei gewesen. Ah, obwohl hier hätten wir vielleicht was abziehen können, ne? Interessanterweise... Okay, jetzt haben die Versorgung. Die hätten jetzt sich versorgen können. Okay. Was konnten die ja nicht vorher so gut? Hier 5er Versorgung, 4er, 3, 2. Obwohl denn eine 2er Versorgung... Oh, ich habe auch nur eine 4er Versorgung. Vielleicht noch ein Stück näher ranrücken oder sowas. Hätte ich hier auf jeden Fall noch was reißen können. Das wundert mich nur ein bisschen gerade. Das hier hätte ich nicht halten können, also weder in Bulgarien, weil ich habe ja selbst diese Truppe hier abgezogen, noch nach hier. Hätte ich Truppen noch übrig gehabt, wäre das ja hier kein Problem gehabt, aber so wie es jetzt läuft, nein. Der hat auch wesentlich mehr Truppen hier an der russischen Grenze, hier wäre durchgestoßen, weil ich muss ja hier selbst hier mit Bulgaren verstärken. Marine, gut, das hier hätte jetzt noch vielleicht ein bisschen was gebracht, aber das ist jetzt auch nicht nennenswert. Also das hier habe ich viel zu spät gestartet. Genau, fassen wir jetzt einfach mal zusammen. Die Ostfront viel zu stark vernachlässigt, also die Artillerie hat hier auf jeden Fall gefehlt und halt der hier dieser Tech Gasgranatenproduktion plus es war viel zu spät die Eingrabung da. Hier haben Truppen gefehlt, hier habe ich mich in unnötige Kämpfe verstrickt und das hier, gut, das war halt ein Resultat, weil ich bis hier noch vorgerückt bin. Also eigentlich müsste man jetzt, wenn ich das nochmal so zur Revue passieren lassen, entweder hier auf Russland stürzen oder hier auf Frankreich, über vielleicht über Belgien oder über die Niederlande. Wobei Niederlande eigentlich eher nicht, sondern hier drüber. Man darf sich das hier nicht abnehmen lassen, die Handelsroute, dass sie ins Deutsche Reich führt. Das war, boah, ich würde sagen, das war ein richtig heftiger Schlag für mich. Momentan triggert das ja ein bisschen wieder runter, aber das hätte niemals passieren dürfen. Da hätte ich viel, viel mehr drauf aufpassen müssen, weil das sind 65 Punkte die Runde gewesen. Und das sind jetzt locker 15 Runden gewesen, wo mir das hier gefehlt hat. Riesenfehler, Riesenfehler. Dann halt Riesenfehler hier mit Serbien. Ich hätte diese Grenze einfach so mit Minimalbesetzung halten müssen oder halt vorstoßen müssen. Dadurch hätte ich mehr Truppen hier in Russland gehabt oder hier. Die Sache ist die, also entweder hätte ich hier mehr Truppen gehabt, dadurch wäre der Italiener nicht so stark verstärkt worden. Serbien hätte sowieso wahrscheinlich nicht verstärkt, wie ich ihn jetzt momentan einschätze. Da hätte ich hier mehr Druck machen können, ja, aber gut, weil die waren ja schon hier gut durch.
Obwohl wir halt zu wenig Truppen hatten. Das ist auch ein interessantes Symbol, so ein kleiner Lanzenreiter. Oder halt hier in Russland kämpfen müssen eher. Wobei, wenn ich mir das jetzt hier immer noch angucke, also ich würde es gerne probieren, nochmal hier nach Frankreich reinzurücken, aber ich glaube, die erste Strategie, die ich in meinem Singleplayer gemacht habe, dass die hier nach Russland reinzumarschieren, viel mehr effektiver ist, anstelle hier nach Frankreich reinzugehen, weil das Gebiet halte ich für wesentlich schwieriger einzunehmen, anstatt hier. Das einzige Problem, was richtig in Russland ist, ist halt die Riesenfront und diese Sümpfe. Diese Sümpfe, da muss man echt ein bisschen, ist ein bisschen tricky, ne? Aber wenn man halt wie wir hier die russische Flotte versenkt hat, da, 71 Punkte schon, und wir sind eigentlich gar nicht reingerückt, ne? Und wenn man hier ein Stück weiter reinrücken würde, das würde schon einen so massiven Unterschied machen, ne? Also das ist schon krass dann. Der Osmane, der hat sich eigentlich ganz gut geschlagen, wobei der halt schon ein paar Punkte verloren hat. Das geht hier eigentlich, aber der hätte wahrscheinlich die Artillerie auch sich abgezogen, hätte ich oben mehr gekämpft. Also, nach Serbien reinrücken mache ich nie wieder in dem Spiel. Also, zumindest nicht mehr mit dieser Intensität hier auf Wiegen und Brechen. Das war, der Schwerpunkt war falsch. Dann lieber hier nach Russland oder hier. Oder dort. Besonders halt, wenn man nach Russland geht, hat das diesen massiven Vorteil, dass man vielleicht das hier wieder zurückerobern kann und der Österreicher nicht so die krasse Moral-Mali hat. Oder beziehungsweise hier diese italienische Geschichte ein bisschen besser halten kann. Weil der, wenn man nach Russland stark reinpusht, dann schickt der Engländer auf jeden Fall viel mehr Ressourcen nach Russland rein, wodurch der Engländer eigentlich geschwächt wird. Also zum Thema Marine und dann halt Unterstützungseinheiten. Das macht schon einen guten Unterschied aus, ne? Also, war ein Versuch wert. Hab daraus gelernt. Und auch genau dasselbe, die Tipps, die ihr mir gegeben habt, größtenteils zum Thema mal mehr die Züge aufschreiben und so weiter, das werde ich auf jeden Fall für die nächste Multiplayer-Runde berücksichtigen. Wobei ich jetzt gerade plane, eine Singleplayer-Kampagne zu machen, beziehungsweise Runde hier mit Strategic Command World War 2. World at War, also Nachfolger hiervon. Und ja, dann werden wir da mal sehen, wie wir die Welt erobern können oder nicht, oder wie es alles funktionieren wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen, zumindest ein bisschen, hier mal zuzuschauen. Und seid nicht so ganz schockiert, weil ich hatte auch schon zum Beispiel einen Kommentar gehabt. Ich habe das hier immer Corps genannt. Das hat einer auch in die Kommentare geschrieben, dass er das nicht so schön findet. Es heißt natürlich Core oder Cores, also Mehrzahl Cores, aber Core als allgemein. Das P ist halt einfach stumm. Ich habe da einfach nicht drüber nachgedacht bei der Aussprache. Ich werde mich in Zukunft bessern. Ich habe dem auch schon direkt geschrieben, habe ich gelobe Besserung. Ja, dann sehen wir uns aber nächstes Mal wieder, Leute. Ciao.